Oben, oder? Mhm. Nur mal gucken, wie schwer das eigentlich ist. Und wenn ich mir dann denke, dann mache ich es beim nächsten Mal. Muss ich mich überhaupt anmelden hier? Ja. Wie gesagt, ich guck nur mal rein. Und schaffst ihn dann. So. Hier durch? Alles gut? Ja. Du hast du dein Knie angehauen? Habe ich auch. Okay. Ich muss ja nicht jedes Mal meckern. Ach so, ja, stimmt. Ich gucke einfach mal, wie es ist. Einfach für so einen kleinen Eindruck zum Schluss. Wenn wir es dann erst beim nächsten Mal machen, ist ja auch nicht so dramatisch. Also ich habe das erste Kolosseum auch nicht gefirst-tried und das hier ist schlimmer, also werde ich das auch nicht first-tryen. Moment, ich könnte meine Talismane noch eben umändern. Ich glaube, du darfst nicht mehr zurück. Sobald du es angenommen hast, hat sich ja unten die Luke geschlossen. Jan, wieso denkst du auch nie mit? Du hast ihn doch noch vom Krieger. Oder? Stimmt! Du hast ja nicht geändert. Ich wurde gebaitet. Es ist irgendwie so, wenn ich in den Kampf gehe in mir drin, dass ich erstmal eine Talismane ändern muss. Aber du hast trotzdem nichts gesagt. Ja, weil du nichts ändern Du hast musstest. es vergessen. Gib es doch einfach zu. Hast du wirklich dran gedacht? Nö, wenn ja nichts geändert wurde, ging ich davon aus, es passt so. Also warum was ändern? Das beantwortet meine Frage nicht. Hast du tatsächlich an meine Talismane gedacht und dir gedacht, es muss ja nichts geändert werden, oder hast du es einfach komplett ignoriert? Ich hab's komplett ignoriert. Okay, Weil du und deine gut. Talismane denkst du nicht ich. Dann bin ich beruhigt. Hallo, bitte behalten Sie Ihre Spuckfliegen für sich. Zote nämlich, der ist leicht zu verprügeln, zumindest der kleine Zote. Was zur Hölle bist du? Den kenne ich überhaupt gar nicht. Ist auch ein Kolosseum-Eigner. Aua. Aua. Okay. Ah, jetzt zwei davon. Das ist natürlich. Ich lasse mich aber auch gerade von allem treffen. Nein! So. Ihr wisst schon. Was zur. Okay. Ich habe mal so ein bisschen Angst. Ja, dass der Boden einbricht oder so. Eingebrochen ist er nicht. Das stimmt. Jetzt ist er eingebrochen. Das war irgendwie witzig. Schon. Nein. Okay. Ich dachte, du spielst aktuell eh einfach mit ihr rum, damit du in der Zeit heilen kannst. Nein! Mein ganzes Leben ist den Bach runtergegangen, als die Spuckfliege aufgetaucht ist. Warum hält die noch einen Schlag aus? Ich dachte, die hält nur zwei aus. In dem Moment, wo ich die Spuckfliegen gesehen habe, bin ich panisch geworden. Okay, ganz ruhig. Es gibt Schlimmeres im Leben, wie barfuß in Legosteine reinzugehen. Ich kann gerade gar nichts mehr. Nee, ich kann gerade gar nichts mehr. In dem Moment, wo die Spuckfliegen auftauchen, ist vorbei.
Offensichtlicherweise. Ja, die Spuckfliegen haben mich komplett gereckt. So vorher war noch okay. Ich habe zwar ein paar Treffer abbekommen, aber man muss sich auch erstmal drauf einstellen. Aber sobald die Spuckfliegen kommen, die machen nichts und du springst trotzdem überall rein, weil du dir einfach denkst, Scheiße, jetzt muss ich wieder die ganze Kacke machen. Ich weiß nicht, die sind so schlimm, diese Fliegen, weil die halten, glaube ich, 3 Hits aus. Dann hast du mehrere davon, dann noch andere Gegner, dann schießen die in alle Richtungen. Meine Seele war irgendwo im Keller, oder? Mhm. Hier links? Mhm. Warum müssen die vor allen Dingen überall einbauen? Mussten sie die wirklich in der zweiten Runde wieder auspacken? Hätte die erste nicht gereicht? Findest du die auch so nervig wie ich? Mhm. Bei der heißen Quelle waren wir schon. Ah! Ich könnte da noch mal rein, um meine Seele aufzufüllen, das stimmt. Es war gerade so ein kurzer Moment von not sure, ob ich dem Backseat Gaming jetzt folgen soll oder nicht. Aber stimmt, die heiße Quelle, ich erinnere mich. Flop. Mit dem, aber ich glaube, mit dem hast du glaube ich schon mal geredet, ja. Oder was er denkt. Ja, meine schon. Okay. So. Ja, diese Spuckfliegen sind halt echt anstrengend. Ich will es nochmal versuchen. Vor allen Dingen, was ich auch immer doof finde, ist, dass der Boden einbricht. Oder, ne, Stacheln da kommen. Mhm. Dass du da nochmal mehr eingeschränkt bist. Wenn es halt nur die Plattformen sind, okay. Aber dass du halt auch nicht runterfallen darfst, ist schon unangenehm. Hier könnte ich auch einfach durchdashen. Wenn die halt auch wirklich nur einmal spucken würden, wäre es auch sehr viel angenehmer. Nein, warum ist der hochgesprungen, der Penner? Um dich durcheinander zu bringen? Ich glaube auch. Irgendwie haben die sich fusioniert. Echt mal? Haben die auch eine Fusionskarte benutzt? Nein. Kontaktfusion. Ah. Deswegen sind sie so schnell wieder auch auseinandergegangen. I believe I can fly. Das war dumm. Da war ich greedy. Nö. Und weg ist sie. Macht plötzlich von oben Blut geregnet. Hm, vielleicht irgendwie seine Tage gehabt. Nein! Wumpa! Nein! Nein! Ach. Das wollte ich natürlich auch nicht. Irgendwie witzig, diese Technik immer. Schon. Also manche Phasen sind schon, auch ohne die Spuckfliegen, schon nervig. Mhm. Nein! Warum stehst du hier noch rum? Nice. Das hab ich noch nicht bemerkt. Okay. Ich hab den Team auch noch nicht bemerkt. Okay. Ach, schade. Mhm.
Nein, das wollte ich nicht. Gott. Please send help. Vor allen Dingen, ich würde ja sagen, hey, ich habe die Phase geschafft, aber ich habe keine wirklich gute Taktik. Also ich könnte noch nicht mal sagen, ob ich sie beim nächsten Mal wieder schaffen würde. Irgendwas ist da gerade passiert. Die eine Fliege, die du weggehauen hast, ist explodiert. Ah. Okay. Ich habe nur leider auch keine Seele mehr. Wo ist die denn jetzt? Ach, da oben. Bin ich auf den Kopf. Kacken. Jan, du hast es gejinxt. Nur weil du wieder von Kacke gesprochen hast. Sobald du von Kacke sprichst, passiert es halt auch. Oh Gott. Was? Alter. Ist noch nicht vorbei. Ich weiß. Gut. Was ist das? Was ist da gerade? Ah. Mir lohnt sich bei denen der Zauber nicht so wirklich. Nee. No. Nein! Oh Gott. Ich kann die doch nicht. Jan, help me. Ich kann den nicht. Ich mach die meist so, dass ich schlage zur Seite. Geschoben. Jan, was soll ich tun? Ich habe ein ganz großes Problem mit denen. Was? Weil sie zu treffen, während sie in der Luft sind, ist auch nicht so das Wahre, glaube ich. Also ich mache es meistens, ich schlage die, gehe zur Seite, schlag die, gehe wieder zur Seite. Ich hasse die. Ich kann die nicht. Ich konnte die damals. Wo waren die? Auf dem Grenze des Königreichs. Da konnte ich die schon nicht. Okay, zweites Kolosseum mache ich nicht. Habe ich jetzt so beschlossen. Holy shit. Das sind, glaube ich, legitim mit die einzigen Gegner im ganzen Spiel, die mich richtig aggressiv machen. Also die Spuckfliegen finde ich schon sehr schlimm. Aber die kann ich irgendwie noch. Du kannst denen irgendwie ausweichen. Irgendwie. Aber mit diesen Viechern komme ich überhaupt nicht klar. Du kannst die mit dem Kopfsprung, also mit dem Sprung nach unten, nicht wirklich zuverlässig besiegen, weil die ja selber hochspringen. Du kannst sie mit Magie nicht treffen, weil sie die ganze Zeit springen. Soll ich es mal versuchen? Gleich. Okay. Und dieses immer einen Schritt zur Seite angreifen, einen Schritt zur Seite angreifen, ist wohl das Sinnvollste, was du machen kannst. Nur bei mir ist so, ich kann den ausweichen, aber ich kann den mal nicht schlagen. Es ist so, ich kann schon links, rechts laufen, aber dabei kann ich nicht schlagen. Bis ich mich umgedreht habe, um zu schlagen, ist der halt schon wieder hochgesprungen. Also die sind mir irgendwie einfach zu schnell. Und ihr habt gesehen, wie unendlich viel Schaden ich genommen habe von einem alleine. Dementsprechend, auf großem Raum und dann dementsprechend kann man Raum verstehe ich auch nicht, wie Face-Denken funktionieren soll. Weil... Ich hole erstmal meine Seele eben wieder. Das ist richtig ätzend. Ich weiß halt auch nicht, wie viel noch gekommen wäre. Ich würde aber schon behaupten, dass da noch ein bisschen was gekommen wäre. Weil das wäre sonst kürzer als das erste Kolosseum gewesen. Mhm. Weil ich weiß, da war es halt wirklich so, dass ich da halt wirklich zwischendurch das Gefühl hatte, okay, ist es jetzt vorbei, ist es vorbei, ist es vorbei? Und es war halt nie vorbei. Deswegen denke ich schon, dass da noch ein bisschen was gekommen wäre. Zumindest noch irgendwas Größeres, auch zum Schluss. Also das meiste fand ich jetzt halbwegs machbar. Auch mit den Stachelböden, weil man ja immer gesehen hat, was einbricht.
Aber die Phase mit den Fliegen und dann, also die Suizidfledermäuse waren nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte auf der kleinen Fläche. Den konnte man ganz gut ausweichen. Aber die komischen Hüpfzecken, vor allem du hast da vorher diese ganzen kleinen gehabt. Zum Heilen eigentlich viel eher. Ich glaube, das war eher so eine geschenkte Phase. Aber die finde ich furchtbar. Du kannst ja nicht durch die durchdashen, weil dein Dash muss sich ja wieder aufladen. Mhm. Das heißt, du kannst einmal durch sie durchdashen, aber dann muss der Dash sich erstmal wieder aufladen. Und auf so kleinem Raum kannst du ja auch nicht einfach dashen und erstmal abhauen und den wieder aufladen. Plus ich müsste dafür den Talisman ja erstmal reintun, der überhaupt Schaden macht beim Dashen. Sonst nützt mir das ja auch nichts. Also nur der Schattendash, der Schaden macht, nicht der normale. Richtig, und der muss sich aufladen. Plus du brauchst da auch einen Talisman für. Also das ist schon hart. Und ich habe halt irgendwie so das Problem, ich mag das nicht, wenn es mehrere Kämpfe am Stück sind. Und wenn ich einen verkacke, muss ich alle nochmal machen. Das ist furchtbar frustrierend. Vor allen Dingen, wenn es an diesen Gegnern scheitert, bei denen ich noch nicht mal weiß, was ich tun soll. Wenn es andere sind, wo ich sterbe, weil ich vorher schon viel Schaden genommen habe oder so, dann weiß ich aber, okay, die funktionieren so und so. Wenn ich das konzentriert runterspiele, geht das. Aber diese komischen Hüpfzecken, die, ich weiß nicht, zu viel Koffein zu sich genommen haben, ich habe keine Ahnung, was ich mit denen machen soll. Alles, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, funktioniert ja nicht irgendwie wirklich gut, für mich zumindest. Es gibt bestimmt gute Taktiken. Dementsprechend müsste ich jetzt wahrscheinlich immer und immer wieder bis zu der Stelle spielen, um dann mit Glück die irgendwie zu schaffen. Und wer weiß, was dann noch kommt, ne? Also das dritte Kolosseum werde ich wahrscheinlich sowieso nicht machen, außer Jan möchte das unbedingt tun. Nein, ah, das zweite... Ich weiß nicht, was... Ich habe eine böse Stelle im Kopf, aber ich weiß nicht, ob im zweiten oder im dritten die war. Da habe ich so keinen Bock drauf. Also ich würde schon das bleiche Erz gerne haben, aber ich möchte das zweite Kolosseum auch nicht mehr machen. Also weder jetzt noch beim nächsten Mal. Deswegen habe ich dir ja angeboten, es zu machen. Wenn du möchtest, kannst du es gerne versuchen. Okay. Aber ich glaube, das ist nicht gut für meine Seele. Also für meine, nicht die vom Hollow Knight. Also es gibt eigentlich wenig Gegner, die ich wirklich nicht mag. Ich sag mal, diese Suizidfledermäuse oder so, die finde ich jetzt auch nicht so lustig. Aber den kann man eigentlich ganz gut ausweichen. Aber wie gesagt, diese koffeingetränkten Hüpfzecken, yikes. Das sind wirklich yikes. Und die Spuckfliegen. Wenn es halt nur die Gegner an sich wären, okay. Aber halt, wie gesagt, alles so im Ganzen in dem Kolosseum. Mit viel, 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 viel Übung, ja. Aber ich glaube auch wirklich, dass ich ziemlich ragen würde. Also ich glaube, wenn ich das wirklich im Stream so weitermache, bis ich das Kolosseum irgendwann geschafft habe, du hast unglaublich wenig Herzen gefühlt. Im Vergleich zu gerade, das fällt schon auf. Also wenn ich jetzt wirklich sage, okay, ich will das zweite Kolosseum unbedingt im Stream machen. Die Taktik ist gut, ne? Ja, dann direkt von dir abgeguckt. Bei denen zumindest. Manchmal mache ich auch mal was Sinnvolles in Hollow Knight. Oh, Hilfe! Nee, ich glaube, wenn ich es halt wirklich immer wieder versuchen würde, ich würde es vielleicht irgendwann schaffen, aber ich würde sehr ragen. Oh, nice. Oh, sehr ragen, denke ich. Der lädt sich ziemlich schnell auf. Das ist gut, dass die davon wandelt sind. Dass der sich so schnell auflädt? Einfach mit gedrückt halten? Mhm. Sollte ich vielleicht öfters mal nutzen. Also gerade im Kolosseum finde ich das sehr praktisch, weil du eh ein Momentchen warten musst. Und ich glaube, der hat nochmal ein bisschen mehr Reichweite. Oh, nice! Die Dinger sind davon One-Hit, die Spuckfliegen. Nice. Räche mich. Okay. Im Kolosseum-Rushes sind halt auch rein auf Trial and Error ausgelegt. Quasi jede Phase einzeln zu perfektionieren. Und ich glaube vermutlich mit jedem Kolosseum sogar mehr. Ich glaube, das erste könntest du vielleicht noch first tryen, eventuell. Und danach, mit dem zweiten, ist es schon sehr viel mehr lernen. No! Und wo war mein Jump hin? Und sich anpassen. Und im dritten ist es wahrscheinlich komplett auswendig lernen, letztendlich. Es ist halt einfach nicht meins. Also Bosskämpfe ja, aber so... Ich stresse mich dadurch sehr. Das ist viel. Hä? Tot. Wann? Also aua. Boss... Wow. Wow. Bosskämpfe sind ja in gewisser Weise auch irgendwie stressig, aber die dauern halt meistens nicht so lange und ist halt nicht, dass du, ne, 20 verschiedene Gegnertypen hast. Dementsprechend empfinde ich halt solche
wellenartigen Herausforderungen wie das Kolosseum oder solche Sachen einfach als sehr stressig für mich. Okay, dann nimmst du es nicht. Und das macht mich einfach sehr aggressiv dann. Und ich glaube, ich würde sehr viel fluchen im Stream, wenn ich das jetzt wirklich selber machen würde. Ich wäre eigentlich gerne eine sehr ruhige Person, die dann sich wirklich hinsetzt und das geduldig lernt und perfektioniert. Aber Tatsache ist, dass ich auch nur ein Mensch bin und mein Geduldsfaden eigentlich nicht so lang ist und ich vermutlich sehr viele Schimpfwörter um mich schmeißen würde, gerade bei diesen Scheißviechern. So. Aber das musst du auch erstmal irgendwie drauf haben, dass es... Also einfach von der Erfahrung her, dass man das... so schnell macht. Sah gut aus. Deswegen, ich glaube halt einfach, das möchte ich euch nicht antun, das möchte ich mir auch nicht antun, dass ich hier... Die Sache ist, willst du ab jetzt übernehmen? Nein. Okay. Dass ich hier einfach ein fluchendes Häufchen Elend wäre. Deswegen, ja. Lass ich meinen Mann das mal ein bisschen regeln. Ja, ist klar! Einfach der Jebait. Ultimate Jebait. Moment, ich muss ja gar nicht hoch. Wir können, wenn wir hier mal fertig sind, vielleicht mal über das dritte Kolosseum reden. Konzentrieren wir uns erstmal aufs zweite. Das ist echt gut, die Taktik. No! Aua. Was? Nach oben gehauen? Spawnen wir doch nicht noch einen anderen Guy dahin. Das ist aber der Cheese Guy. So, dann kann ich mir jetzt nämlich immer ein bisschen Zeit nehmen, mich zu heilen. Ja. Schnellfokus ist so ein guter Ort. Gracie, ist das eigentlich Absicht, dass du heute Raupe die ganze Zeit mit B schreibst? Ich sehe das nämlich immer und denke immer, du vertippst dich. Oder ist das irgendwie der Dialekt? Nein, ich bin nur blöd. Okay. Das sind wir alle manchmal. Das ist noch halbwegs human. Ich habe nur das Gefühl, es kommt gleich das, was ich nicht habe. Ja. Die Stelle habe ich gehasst. Die war also doch nicht im dritten. Nein. Weil du kannst dich hier nicht heilen und musst in der Luft die ganze Zeit kämpfen. Was? Weil unten sind Stacheln, ja. Ja, ja. Einfach zu nah dran. Boah. Wie kacke. Aber da ich jetzt mittlerweile weiß, dass die davon One-Hit sind... Ach, du kannst den da auch einfach aufladen. Oh, okay. So, die beiden. Wenn nur die beiden ist gut. Wenn die ein doofes Muster haben. Ja. Dann heilen. Weiter. Ja, ja. Kann mal einer von dem mal draufgehen? Du erwischt immer perfekt beide scheinbar. Okay. Wie nice! Gut. Danke, dass du mein Angriff reingesprungen bist. Drei hat's, meine ich auch. Mit den lustigen Walljump-Stacheln. Wie gesagt, wir können gleich, wenn wir hier durch sind, drüber reden, was drei so hat, weil ich drei definitiv nicht machen werde. Hallo, halt dich. Was kann jetzt? Ah. Die kenne ich schon gar nicht mehr. Die sind prinzipiell auch nicht so schlimm, aber man kann sich da, glaube ich, auch ein paar Mal doof treffen lassen. Mhm. Leo, das glaube ich dir, dass sich am Ende einfach alles abgefuckt hat. Und genau deswegen, weil ich genau weiß, es wird mich richtig hart abfucken, um es mal deutlich zu sagen. Oh no! Und weil ich jemanden habe, der mir das abnehmen kann, lasse ich es auch Jan direkt machen. Ich könnte es auch weiter versuchen, ich würde es auch irgendwann schaffen, bin ich felsenfest von überzeugt, aber... Ich würde sehr leiden. Und alle Beteiligten auch. Und das klemme ich mir dann einfach mal. Ich finde, es ist auch keine Schande, sich Hilfe zu holen für sowas und zu sagen, da ist meine Grenze. Na, wie er mich gebaitet hat! Da ist meine Grenze und die möchte ich nicht unbedingt überschreiten. Der hat so getan, als würde er auf mich zukommen und dann so, nee, just a prank, just a lie. Wie viele Runden hat dieses Kolosseum? Das erste hat schon echt viele gehabt. Da habe ich nämlich auch dreimal gedacht, es wäre irgendwann vorbei. Oh, nice. Alle drei getroffen und...
Das wollte ich nicht machen, aber okay. Hm? Also fürs Kolosseum sind die Techniken echt gut einfach. Double O-Bobble. O-Bobble. Das stimmt, da ist noch einer. Ich glaube halt auch, das bleiche Erz sollte man auf jeden Fall sich schon holen. Einfach damit der... An die unterschiedliche Farbe. Schon? Ich habe auch gedacht, der eine, aber ich glaube, es ist einfach der Lichteffekt so ein bisschen. Hast du gerade den Zauber mal tatsächlich sinnvoll eingesetzt, nachdem ich es schon nie tue? Ja. Ah! Au. Der hat gut KP. Ja. Und weg. Hast das? Ja. Nice. Das war nämlich oben links das Symbol gerade für fürs Pantheon eingetragen. First try. Wäre noch nicht meiner, aber egal. Und dein bleiches Erz. Möchtest du, weil du es auch verdient hast, zum Schmied zum Abschluss noch gehen? Kann ich gerne machen. Das hast du echt gut gemacht. Und das so uneingespielt. Also gut, du hast die Blumenquest gemacht, aber... Mhm. Also fairerweise jetzt im Endgame hast du verhältnismäßig recht viel für mich gemacht mit der Blumenquest und jetzt das Kolosseum, aber wie gesagt, ich sehe es jetzt auch nicht als Schande an, weil das alles optionaler Stuff ist. Es sind ja keine Sachen, die du wirklich machen musst, um weiterzukommen. Und da finde ich es auch keine Schande, sich ein bisschen Hilfe zu holen. Nö. Es verlangt auch niemand von dir, dass du alles kannst. Nö. Aber ich finde das beeindruckend. Also ich finde generell, dass du echt sehr schick gespielt hast. Boah, hier und da habe ich mir ein paar Tricks von dir abgeguckt. Den einen. Das hat sehr viel einfacher gemacht im Kampf gegen die. Aber Leo, du hast auch alles selber geschafft. Also ich weiß nicht, wie viel du gemacht hast, aber zumindest das Kolosseum hast du ja gemacht. Von daher gesehen, rückblickend betrachtet, kannst du echt stolz sein, dass du das geschafft hast. Kann ich mir Jan ausborgen? Nein. Gracie bekommt mich ja schon nicht. Nein. Ja, also diese Stachel-Walljump-Sachen, das ist im dritten Kolosseum so krank. Also es hat ein Kai geschrieben. Stell mir mal hier mal das Ding hin. Also, das gleiche wie hier, inklusive Stachel-Walljump-Dingern. Kannst du noch mal kurz durchlaufen? Ich will eben mal was nachgucken. Einfach nach links mal weiter. Ja. Die Gärtenmantisse in schwererer Form, oh ja, die fand ich auch sehr, sehr attraktiv. Ich erinnere mich. Seelenmeistergegner in schwererer Form, oh nein. Oh yes. Oh, da will ich auch gar nicht hin. Und ein komplett eigener Boss am Ende und 18 bis 19 Wellen. Klingt einladend. Und tschüss. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das letzte Kolosseum so einfach allen Shit ausgepackt hat, den man nicht haben will. Aber ich meine, es ist ja auch, glaube ich, optional. Bekommt man? Was bekommt man am dritten Kolosseum, Jan? Nichts. Ist nur für dein Ego. Es ist nur ein Achievement. Ja. Es ist halt für die Leute, die es halt wirklich schwer haben wollen und sowas halt wirklich gerne tun. Und alle anderen müssen halt, ne, das Ganze nicht machen. Von daher gesehen finde ich es halt okay, dass es das gibt. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn wir das nicht zeigen. Hm. Hast du es in deinem Let's Play gezeigt? Ich weiß es nicht mehr. Kannst du? Können wir uns auf die Karte kurz gucken? Ah ja. Hier gleich links den Fahrstuhl einmal hochgehen. Ja. So, jetzt kann ich wieder übernehmen. Ich wollte nämlich gucken für einen bestimmten Talisman, wie viel Geld ich da brauche. Und da wollte ich jetzt mal schauen, ob das ausreicht. 2000, wenn ich brauche, 15.000. Das heißt noch 8 ungefähr. Das heißt, hier haben wir nochmal 4. Schade, reicht nicht. Na gut, dann halt nicht. Ich denke auch. Hollow Knight ist auch so ein Spiel, das hat wie viele andere Spiele auch einfach knüppelharte Passagen. Ich meine, auch Dark Souls oder generell Souls-Spiele haben mit Sicherheit auch optionale Bosse, die einfach gestört sind, die man nicht machen muss. Na? Und viele Spiele haben sowas. Allein deswegen haben ja auch viele Spiele verschiedene Schwierigkeitsstufen, damit einfach, ne, jeder das machen kann, was er möchte.
Nur es ist halt schon cool, so alles Wichtige zumindest mitzunehmen, ne? Deswegen. Bitteschön. Dankeschön. So. 4000. Ja gut, da hätten wir sowieso nicht genug für den einen Talisman gehabt, von daher. Dann haben wir jetzt auch den stärksten Nagel. Nice. Nice, indeed. Können wir das auch abhaken? Ja, dann hast du alles geschafft für heute. Eigentlich haben wir alles geschafft. So, er ist jetzt stärker und nur so stark, wie er nur sein kann. Lies ruhig vor, was er sagt. Nur in deiner Waffe habe ich je ein solches Potenzial gesehen. Endlich kann ich die Erhabenheit eines reinen Nagels erblicken. Dass dieser Moment so schnell gekommen ist. Ich muss mich kurz sammeln. Kollege? Er ist draußen. Okay. Jetzt, da ich einen reinen Nagel geschmiedet habe, ist meine Arbeit in diesem Leben getan. Spring nicht! Mein einziger Wunsch ist es jetzt, die wahre Kraft des Nagels selbst zu sehen und zu spüren. Ich bitte dich, strecke mich nieder und will in meinem letzten Moment die ausgezeichnete Schneide dieser Klinge schmecken. Nach all dieser Zeit, all dieser Arbeit, habe ich es da nicht verdient? Kann ich ihn noch kurz andutschen? Nein. Also du könntest ihn jetzt entweder töten oder ihn da stehen lassen und dann ist er irgendwann woanders. Aber was ist denn empfehlenswert? Also wenn du ihn da lässt und er dann woanders hingeht, dann dankt er dir, glaube ich, nochmal dafür, dass du ihn nicht niedergestreckt hast, weil er jetzt was Neues in seinem Leben gefunden hat. Dann gehe ich. Ja. Sonst hätte ich jetzt gesagt, ne, seinen letzten Wunsch und so würde ich ihm halt schon erfüllen, aber... Einfach weggehen. Nein, er soll leben. So. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder nach Mistmund. Beides bringt jeweils ein Achievement, ja. Das wäre schön gewesen zu wissen. Hm? Ich hätte ihn jetzt sonst nämlich auch einfach runtergeschubst, weil... Ne? Habe ich auch beim ersten Mal gemacht und ich habe es, glaube ich... Ich weiß nicht, ob ich es im Stream gemacht habe, da habe ich ihn nämlich am Leben gelassen. Wo muss ich lang? Porten. Da habe ich ihn einfach am Leben gelassen und dann habe ich ihn, glaube ich, woanders wiedergefunden. Oh. Man kann mit dem Zauber töten. Richtiger Dick-Move. Oh, ja, aber so. Schon. Schon. Okay. Dann fahren wir jetzt nach Mistmund zurück. Und dann haben wir tatsächlich alles geschafft, was ich mir vorgenommen hatte. Das ist ein bisschen gedauert, aber... Ja. Dann können wir nochmal gucken, was jetzt noch auf meiner Liste steht. Den kannst du dann immer noch die andere Liste machen. Gut, der ist ja hier quasi mit drin eigentlich. Na gut. Also kann der eine Zettel eigentlich sogar weg. Werde ich ihn denn noch wiederfinden? Vermutlich? Ich guck mal, wo genau das ist. Ich meine, der ist nicht so weit weg. Also ich hoffe, ich habe zwei Orte gerade im Kopf und ich hoffe, er ist bei dem, der leichter erreichbar ist. So. Aber es sieht auf jeden Fall echt schick aus, dass wir jetzt hier wirklich alle Talismane haben. Inventar ist auch gut gefüllt, wir haben alle Masken, wir haben alle Seelengefäßteile. Wir haben alle Raupis gefunden, wir haben unseren erwachten Traumnagel, alle Techniken und 19 ranzige Eier. Ansonsten weiß ich natürlich nicht, wie stark unser Nagel jetzt ist, aber ich bin mir sicher, dass er jetzt auf jeden Fall gut reinhaut. Das war der an der ekligen Stelle. Willst du denn dann nochmal zu dem hingehen? Also du warst auf jeden Fall schon mal an der Stelle. Muss jetzt nicht unbedingt, du hast ja gesagt, was er uns erzählt. Der ist jetzt nämlich bei dem einen Nagelmeister, der gemalt hat. Mhm. Und hat sich dann jetzt mit ihm so ein bisschen zusammengetan und dann malen die zusammen. Kannst du gerne mal kurz auf die Karte zeigen. Wo ist das? Grünweg. Da wäre er jetzt, also ja, gut, muss es ja für die Leute auch zeigen. Ist nicht weit gewandert. Nee, Moment, er war gar nicht hier, Entschuldigung. Mhm. Ich dachte kurz, er wäre hier, aber da war jemand anderes. Ich glaube, das Spiel deutet auch so ein bisschen an, dass die beiden wohl auch eine romantische Beziehung haben. Ja. Weil du kriegst, glaube ich, als Achievement bei den Happy Couple. Wie cool. Das ist süß. Okay. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich, was Backtracken betrifft, so ziemlich alles gemacht, was man machen konnte. Haben uns gut ausgerüstet. Das heißt, beim nächsten Mal werde ich wahrscheinlich erst in die Nebelschlucht gehen und mich um den Träumer hier kümmern. Weil da haben wir ja noch gar nicht reingeguckt. Danach gehen wir vermutlich zu dem Träumer hier. Da habe ich schon mal reingeguckt und ziemlich Schiss vor.
Deswegen schiebe ich den auch ganz nach hinten. Mhm. Weil wir die vermutlich ja auch allgemein fürs Ende machen müssen. Und wenn wir die geschafft haben, ich weiß natürlich nicht, wie lange das dauert, mal gucken, werden wir die ganzen Bedingungen fürs True Ending erfüllen. Und wenn dann noch Zeit sein sollte, den Endboss machen mit dem True Ending. Wenn nicht, dann nicht, aber das wären so die nächsten Schritte, die auf jeden Fall anstehen. Und wenn das durch ist, dann können wir quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, in der Afterstory vom Spiel, dann die ganzen DLC-Sachen machen, die noch offen sind. Und den Pfad der Schmerzen vielleicht. Klingt jetzt gar nicht mehr so viel, aber ich glaube, unterm Strich ist das halt noch einiges, was halt durchaus ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Je nachdem, wie gut das so klappt. Aber ich sag mal so, wir hatten ja heute auch den Sammler, den Kriegertraum und den Bienenritter. Schwarmritter, glaube ich, hieß der. Genau. Und ich sag mal, die haben auch im Moment natürlich gedauert. Ich fand die auch alle jetzt nicht so unglaublich leicht oder geschenkt. Aber wir sind ja auf jeden Fall eigentlich ganz gut damit klargekommen. Deswegen hoffe ich, dass wir auf jeden Fall die Träumer und den Endboss auch irgendwie hinkriegen, auch wenn es vielleicht ein bisschen dauern wird, weil zumindest der eine Träumer oder die Wächter vom Träumer sind schon echt nicht so ohne gewesen. Und ich denke, der Rest wird auch nicht so einfach werden. Und ich bin mal echt gespannt, wie viel wir von den DLCs letztendlich noch schaffen. Ich mache so viel, wie ich schaffe. Und ja, dann gucken wir mal. Bin echt mal gespannt, wie viele Streams das letztendlich noch werden. Aber heute... Was bekommst du mal, wenn du Pantheon 3 schaffst? Ein Kuchen von dir. Ach ja, das war das. Okay. Aber heute waren wir auf jeden Fall echt erfolgreich.